Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit eurem Ortega in mittlerweile einer vierten Folge. Es geht weiter hier. Und worum geht's heute? Lass uns einfach mal gucken, worum es geht. Also es hat sich hier ein bisschen was getan. In der Zwischenzeit gab es kein neues Video mehr, aber es hat sich wie gesagt was getan. Hier ist der Elefant. Hier sind schon die ersten Tänzerinnen heraus. Die Köchin steht auch schon da. Meine Base hat sich ein bisschen verändert. Es sieht ein bisschen anders aus. Ihr könnt es hier selber sehen. Ich habe mittlerweile hier zwei Brücken gebaut. Einmal hierüber auf die eine Seite und einmal hierüber auf die andere Seite. Also hierüber. Über den Fluss, komplett einmal über den Fluss drüber. Ja, und was machen wir jetzt? Das werden wir jetzt einmal gucken. Vielleicht werden wir ein bisschen durch die Gegend switchen. Nehmt es mir nicht übel, ich teleportiere ab und zu auch hier im Video. Und ist mir jetzt auch ganz unangenehm. Seht ihr das hier? Mein Charakter komplett in rosarot. Also der rosarote Panther ist hier unterwegs. Und wir gucken mal hier ins Rad der Schmerzen, ob da was drin ist. Da was drin? Ne, ich glaube, da ist nichts drin. Außer vergammelte Schleimsuppe ist da nicht viel drin. Ich habe mittlerweile so hier und da ein Rad der Schmerzen aufgebaut. Die Hütte hier ist auch neu. Hier sind sogar zwei Kisten. Die sind momentan leer. Gucken wir mal ins Menü, was wir alles drin haben. Ja, der Bursche hat ein bisschen Hunger. Dann geben wir ihm was zu essen und was zu trinken. Hierin mache ich meinen Stahl fertig. Mittlerweile mit Öl. Und hierherin mache ich meinen Ziegelstein fertig. Mittlerweile habe ich auch eine Ölpresse. Das funktioniert auch ganz gut. Geben wir mal das Öl hier rein. Wir könnten noch ein bisschen Öl beschaffen, wenn wir schon hier dabei sind. Gesagt, hat sich einiges getan. Ein paar Rezepte habe ich dazu gelernt mit diesen Leuchtknochenstäben hier, die hier nachts leuchten. Sieht unheimlich cool aus hier. Hier an der Küste mit blauem Licht. Nachts sieht echt geil aus. Hat was. Und hier können wir ein bisschen Fisch rausnehmen. Und mit dem Fisch können wir dann, wie gesagt, Öl herstellen. Ich nehme den gar nicht zum Kochen her, sondern nur für die Ölpresse momentan, um ein bisschen Ölnachschub zu bekommen. Genau. Also ihr seht es unten rechts. Mit Fisch könnt ihr Öl herstellen und er stellt jetzt hier circa 47,15. Dann sind wir ungefähr bei 65 Öl oder 66, wenn ich es jetzt genau gesehen habe. Und das macht er dann hier fertig und dann können wir mit Öl einheizen. Öl ist eigentlich so ziemlich der beste Treibstoff oder Brennstoff, den ihr bei Conan Exiles benutzen könnt. Natürlich könnt ihr auch trockenes Holz benutzen. Gucken wir mal trockenes Holz mit unserem rosaroten Panther. Also ich werde das Outfit, werde ich irgendwie mit der Zeit dann mal wieder ablegen, denke ich mal. Aber ich fand es unheimlich lustig, denn ich habe halt rosaroten Farbstoff hergestellt und habe mir gedacht, just for fun, machen wir mal einen rosaroten Panther aus unserem Charakter. Ihr seht sich aber auch eine andere Farbe. Ihr könnt jetzt auch, was ist denn das hier? Fluchgrünes Färbemittel. Fluchgrün sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Fluchgrün, aber ich denke mal, das können wir dann immer noch machen. Was haben wir denn hier? Hier ist trockenes Holz zum Beispiel. Mit trockenem Holz und Harz könnt ihr isoliertes Holz herstellen. Ich weiß gar nicht, warum das da drin ist. Teer haben wir auch wieder ein bisschen dazu bekommen. Leder wird auch hergestellt. Gehen wir mal hier an die Lederabteilung. Lederabteilung. Ja, ich nehme immer ein bisschen Leder mit, um meine Ausrüstung zu reparieren. Sollte man immer ein bisschen was dabei haben. Seht ihr, ihr habt das auch hier so ein bisschen mit Kissen dekoriert.
Die ganze Hütte ist ein bisschen dekoriert, Bilder aufgehängt, hier die Köpfe aufgehängt und so weiter. Sieht auf jeden Fall heimischer aus oder wohnlicher aus als wie vorher. Und dann können wir hier noch ein bisschen Stahlfeuer herstellen. Nehmen wir ein bisschen Stahlfeuer raus. Und dann gucken wir, ob wir noch ein bisschen Eisen übrig haben, um mehr Stahl herzustellen. Denken wir, da ist genug da. Und dann gehen wir wieder hoch und wieder in die Schmelzerhütte. Es ist mir gelungen, einen Schmelzer zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, Leute, einen Schmelzer zu finden. Ich habe mir da unheimlich schwer getan, einen Schmelzer zu finden. Aber es ist mir, wie gesagt, mittlerweile gelungen. Also ihr habt die Base gesehen. Können wir mal gucken, was hier hinten rumkraucht und flaucht. Könnt ihr euch die Base von hier aus nochmal ansehen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es tut sich langsam was. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Koch. So. Ein Koch. Und... wellende Essenz, die können wir natürlich wieder in unser Mythra-Tempel schmeißen. Sobald ich ein bisschen was habe, kommt es hier rein. Das Fleisch brauche ich nicht. So, und dann könnten wir hier, wir hätten die Möglichkeit, unseren Tempel, unseren Mythra-Tempel auszubauen. Sehe ich gerade, da bräuchten wir geformtes Holz, Eisenverstärkung und sonstiges. Ich würde mal sagen, wir könnten die Mats mal zusammensuchen und bauen unser Mythra-Tempel aus. Das können wir mal so ganz nebenbei machen. Ich stelle jetzt hier noch ein bisschen Süppchen her. Also Ziegelsteine brauchen wir als allererstes. Die suchen wir uns auch gleich zusammen. Was haben wir denn jetzt hier? Vergammeltes Fleisch packe ich hier rein. Speckmaden holen wir wieder raus. Okay, also Ziegelstein. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich da momentan auf Lager habe. Müsste ich fast mal gucken. Ich packe die Suppe hier rein. In unsere Nahrungskiste. Mittlerweile habe ich zwei Nahrungskisten bereits. Hier sind die ganzen Insekten drin und die ganzen Speckmaden und so weiter. Und jeder gekochte Fisch und, naja, was ich auch gefunden habe hier in Neu-Asgard, gekochtes Schwein und gewürzte Teilchen. Also unheimlich lecker. Und hier haben wir unseren Ziegelstein. Ja, und ich würde sagen, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen viel mehr davon. Langfristig gesehen zumindest. Ich stelle jetzt mal hier nochmal geformtes Holz her. Geformtes Holz werden wir auch brauchen für unser Mythra-Tempel, um den aufzuwerten. Ich nehme das jetzt mal mit. Und ja, jetzt schauen wir erstmal raus. Gehen nochmal in unsere Schmelzhalle. Gehen wir hinein. Hier ist auch noch ein bisschen Ziegelstein. Und hier können wir gleich anfangen, nochmal mehr zu brennen. So, Mythra-Tempel. Wieder angekommen am Mythra-Tempel. Wie baut man den Mythra-Tempel aus? Also, wir haben Ziegelstein. Dann haben wir hier die Manifestation des Eifers. Und dann fehlt uns natürlich das geformte Holz. Das haben wir auch. Und jetzt fehlen uns noch die Eisenverstärkungen. Die kriegen wir auch noch zusammen. Eisenverstärkung haben wir, wenn dann hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir davon brauchen. Ich nehme mal 200 raus. Das kann ich genau geguckt, wie viel er da haben will. So,
Und jetzt können wir unseren Mythra-Tempel aufwerten. Und das machen wir jetzt auch. Er hat die Mets auch schon abgezogen. Ich nehme die Mets, die wir jetzt hier nicht brauchen, auch gleich wieder raus. Und es dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, dann ist der Mythra-Tempel hier ausgebaut. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich tut. Und packen die Mats hier wieder rein. Geformtes Holz und Ziegelstein. Ziegelstein, geformtes Holz haben wir hier in der Holzkiste bzw. Holzsteinkiste. Dann will ich langfristig hier das Haus in Ziegelstein umwandeln. Das wird aber wie gesagt unheimlich viele Ressourcen fressen und so weit bin ich eigentlich noch gar nicht. Wir können auch mal hier ins Schlafgemach reinschauen. Hat sich auch ein bisschen was getan. Hier ist auch eine hübsche Tänzerin herin. Ihr seht selber. Ja, ein paar Bilder aufgehangen. Und ein Nashorn. Also nur um das Ganze mal hier so ein bisschen zu überschauen. So, wir könnten eigentlich auch wieder zurückgehen zu unserem Mythra-Tempel. Mal schauen, was sich getan hat. Ne, da hat sich noch nichts getan. Ne, es dauert immer noch ein bisschen. Wir können ja in der Zwischenzeit ein bisschen Stein abfarmen, um noch mehr Ziegel herzustellen. Bis unser Mythra-Tempel in der zweiten Ausbaustufe ist. Mittlerweile wird auch mit Stahl gearbeitet. Stahlspitzhacke, Stahlaxt und so weiter. Naja. Mal wieder zu unserem Ofen. Da wird fleißig Ziegelstein hergestellt jetzt. So, da fehlt uns jetzt wie gesagt nur der Schmelzer zu der ganzen Geschichte. Und den holen wir uns dann. So, dauert nicht mehr lang. Also, Mythra-Tempel müsste jetzt normalerweise in einiger Zeit fertig sein. Ich glaube, größer wird er nicht, aber optisch sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. Mal schauen, ob man das jetzt so beobachten kann. Genau. Ihr habt es gesehen. Der Mythra-Tempel ist jetzt. Ist jetzt größer. Also. Ausgebaut. Können wir uns jetzt hier leichte Brustpolsterung anfertigen? Oder leichte Gamaschen? Aber da stellt er nur das Futter her. Und damit können wir wahrscheinlich dann Rüstung herstellen. Denke ich jetzt mal. Und jetzt sehe ich es gerade. Schwellende Essenz. Und 14 Ziegel ergeben einen Brunnen. So, jetzt fehlt uns natürlich, um den Brunnen herzustellen, die schwellende Essenz. Leute. Holen wir uns die schnell, die schwellende Essenz. Ich würde sagen, ich mache mal die Karte auf und wir switchen mal ganz kurz zu meinem Außenposten und schauen uns mal ganz kurz an, was sich da getan hat. Da bin ich oben am Dach jetzt, das ist ungünstig. So, hier steht Wolfgang. Wolfgang bewacht unseren Außenposten, genauso wie der Kamerad hier. Der Außenposten hat sich hier nicht viel getan, aber das ist der Außenposten, den ich errichtet habe. Und hier stehen zwei kleine Räder der Schmerzen. Und da müssen wir mal gucken jetzt hier,
Nordheimer Unterhalter, den brauche ich jetzt gerade nicht. Und den Dafari Zimmermann, den brauche ich. Den brauche ich auf jeden Fall. Sorry, es bimmelt gerade im Hintergrund. Wir lassen es weiter bimmeln. Alles kein Problem. Wir brauchen die schwellende Essenz, um unseren Brunnen herzustellen. Und den Brunnen, den stellen wir dann hier am Außenposten auf. Erstmal. So. So. Dann holen wir uns die erste schwellende Essenz. Ja, die zwei. Müssen hier auch noch weg. Hier haben wir auch nochmal zwei Störenfriede, die wir beiseite schaffen müssen. So. Also, was wollten wir? Die schwellende Essenz, um unseren Brunnen herzustellen. Ja, ich nehme noch ein paar Eier mit, damit wir ordentlich was zum Frühstücken haben. So, und hier sind auch schon unsere schwellenden Essenzen. Das ist die wandelnde, schwellende Essenz. Dann haben wir einmal. Dann haben wir dreimal schwellende Essenz. Das würde uns eigentlich reichen, aber ich wollte eigentlich einen zweiten auch noch herstellen. Dann machen wir erstmal den hier weg. Ah, das sind auch nochmal drei. So. Dann machen wir den Gockel hier weg. Und dann holen wir uns zweimal schwellende Essenz und hier nochmal schwellende Essenz. Guck noch in die Kiste hier. Den nehmen wir mit. Den Inhalt nehmen wir mit. Und jetzt können wir dann im Endeffekt zwei solcher Mythra-Brunnen bauen. Wir bewegen uns wieder zurück an unsere Base. Unsere Hauptbase. Und ich würde sagen, ja, schauen wir erstmal, dass wir diesen Dafari-Zimmermann loswerden. Den Dafari-Zimmermann, den packe ich jetzt hier rein. In die Zimmerei. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Wir müssen erstmal den Dafari 1er hier rausnehmen. Und den Dafari 3 können wir dann hier reinlegen. Was kann der? Ah, der kann sogar einiges. Dreier Dafari Zimmermann. Außergewöhnlich gehärteter Stahlbogen. Außergewöhnlicher hyrikanischer Bogen. Titanischer Bogen. Also der kann einiges. Der hat ein bisschen was auf dem Kasten, der Junge. Na gut. Oder die Frau. Der Junge, sage ich. Die Frau. Gucken wir mal hier. Da packen wir jetzt den anderen hin. Ihr könnt natürlich einen Zimmermann auch an die Werkbank stellen. Und wir wollten jetzt... Ich muss mal hier die Fleischteile loswerden und dieses ganze Zeug hier, was jetzt kein Mensch brauchen kann. Okay. So, wir haben die schwellende Essenz und wir haben den Ziegelstein. Den habe ich ja vorher noch gebrannt. Genau, den haben wir auch. Dann machen wir hier noch ein bisschen Stein rein. Und gucken wieder zu unserem Mythra-Tempel und können jetzt mit der schwellenden Essenz und dem Ziegelstein zwei Brunnen herstellen.
Das wird jetzt ein kleines Weilchen dauern. In der Zwischenzeit versuche ich, meine Taschen leer zu machen. Also ich packe hier mal das Leder rein. Und genau, Holz haben wir da hinten. Dann haben wir ein paar Nahrungsmittel. Wir können ja hier an der Kochstelle unser Fleisch noch kochen. Und packen hier die gesalzenen Beeren rein. Und das ganze Zeug hier. Knochen habe ich da hinten, glaube ich, soviel ich weiß. Ist immer so ein bisschen ein Gefiesel, das ganze Zeug dann wieder aus dem Inventar rauszukratzen und das dann irgendwo wie in die Kisten zu sortieren. Das ist so ein bisschen nachteilhaft. Ich finde es ein bisschen unkomfortabel gemacht, das Ganze hier. Ist aber so. Und dann gucken wir hier hoch. Und haben schon einen Brunnen. Und diesen einen Brunnen, den stellen wir jetzt hier auf. Gucken wir mal. Oder stellen wir hier auf. Oder hier wäre eigentlich noch ein Plätzchen für was anderes. Aber ist mir jetzt eigentlich egal. Wir stellen hier unseren Brunnen auf. Und können uns hier bedienen. Unsere Wasserflasche auffüllen. Und haben hier einen Brunnen. Genau. Und im Außenposten wollten wir dasselbe auch machen. Dazu werden wir aber, glaube ich, Fundamente brauchen. Und dann holen wir uns den Brunnen. Und switchen wiederum erneut zu unserem Außenposten hier. Ja. So. Und dann können wir hier, ich würde sagen, bauen wir hier die Fundamente her. Machen wir mal 1, 2, 3. Mal hier die Fundamente. Das ist aber auch ungünstig jetzt hier. Wo bauen wir denn hin? Bauen wir den hier her? Ich würde sagen, wir können den Brunnen hier, naja, hier, jetzt habe ich auch keine Ressourcen mehr. Ich würde sagen, um das Ganze jetzt hier einen Abschluss zu geben, bauen wir unseren Brunnen hierher. Genau, hier steht er gut. Dann ist hier ein Brunnen und dann kann man sich hier auch bedienen. Und jeder, der vorbeikommt, kann sich natürlich auch Wasser nehmen. Ja, wir sind ja eigentlich eh alle hier, die hier spielen, auf einem, in einem Clan. Und dann kann sich jeder so ein bisschen bedienen hier, würde ich sagen. So, das ist der Außenposten. Ihr habt es gesehen. Der Mythra-Brunnen, der steht auch. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan Exiles mit eurem Ortega. Bis dahin, bye bye.